Hallo Friends, willkommen zu diesem neuen Video und zum 47. Part der Not So Berry Challenge. Ja, mal ein etwas anderer Start hier. Ich halte euch kurz auf dem Laufenden, was im letzten Part passiert ist. Und zwar ist wieder einiges passiert. Wir sind immer noch auf Sulani, sind immer noch dabei, hier unseren schönen Urlaub zu verbringen. Und letztes Mal haben wir den Urlaub damit gestartet, oder nicht gestartet, aber damit weitergeführt, dass wir eine Entdeckungstour gemacht haben, die ganze Insel betrifft. Also wir sind von Ort zu Ort gegangen, haben total schöne Landschaften entdecken können und haben nachher noch eine kleine Strandparty geschmissen. Dabei hat Mint aber wieder ein bisschen genippt, sagen wir es mal so. Und dann kam es halt dazu, dass sie Becker darauf angesprochen hat, wie es mit Heiraten aussieht. War jetzt nicht wirklich ein Heiratsantrag, war irgendwie sowas dazwischen. Und ich schätze Mint jetzt wirklich nicht so ein, dass sie jetzt ja mit diesem Antrag ihre Ehe beginnen möchte. Und deswegen schauen wir mal, wenn Mint jetzt am nächsten Tag nüchtern ist und sich wieder an alles erinnern kann, wieder ein bisschen klarer im Kopf ist, was sie da eigentlich gesagt hat und was überhaupt ihre Mission ist. Wir starten rein. So, wir haben 6.50 Uhr. Ich glaube, vor kurzem ist erst der Tag ja dem Ende zugeneigt. Deswegen würde ich jetzt erstmal schauen, dass die beiden sich noch ein bisschen ausruhen können. Also wenn der Tag jetzt erst vor ein paar Minuten sich beendet hat, sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen schlafen gehen, weil es ist besser. Wer ist gealtert? Junger Erwachsener. Okay, also anscheinend ist er jetzt... Bitte? Wieso ist Becca jetzt Seniorin? Ich habe doch extra nachgeguckt. Sie hat heute nicht mal Geburtstag, sie hat hier Geburtstag. Ich schließe nochmal eben, ohne zu speichern, das Spiel, weil irgendwas... ist hier nicht richtig. Also ich hoffe sehr, dass es jetzt einfach irgendein Fehler war, weil ich verstehe es nicht. Ihr habt recht. Oh Gott, ich muss das eben umstellen. Das geht jetzt nicht. Okay, Leute, ich habe wieder geregelt. Ich muss der MC Command Center aktualisieren. Okay, jetzt haben wir es wieder. Sie hat jetzt noch 17 Tage vor sich und Mint hat noch, ja, auch 17 Tage vor sich. Das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, dass sie genau gleich viele Tage haben, aber ist halt so, weil wir wollen halt wirklich noch, vielleicht auch wenn es unrealistisch ist, weil ja, es wäre jetzt realitätstreuer, wenn das wirklich so, ne, wäre, wie es nun mal ist, aber es ist einfach besser so, weil sonst nicht so praktisch wäre das. Jetzt kommt hier Ruben rein. Oh, er macht seine Hausaufgaben, während Becker und Mint hier schlafen. Hat er sich jetzt hier hingesetzt und macht seine Hausaufgaben und er ist zwar ein bisschen sauer, weil er ist halt ein Hitzkopf. Ich denke mal, deswegen kommt das. Und deswegen, ja, ist er ein bisschen sauer, aber um sich zu beruhigen, hat er sich jetzt hier hingesetzt und guckt seinen Eltern beim Schlafen zu. Ich bin gespannt, wenn Mint gleich aufwacht. Während das aber noch nicht der Fall ist, kann Ruben nochmal ein bisschen hier, ja, eigentlich seine Hausaufgaben machen, wenn er möchte. Also auch im Urlaub wird fleißig geübt. Da ist natürlich nichts schlecht dran. Ich habe vergessen, dass hier wieder jeder Hunger hat, weil wir ja immer noch keinen Kühlschrank besitzen. Aber die werden ja nicht verhungern, oder? Obwohl, das kann schon sein, dass die verhungern. Kann Ruben nicht da auch anrufen als Kind? Oder eher weniger? Bestellung aufgeben? Pizza-Service. Pizza können wir mal nehmen. Wir wollen was Vegetarisches. Weil wir haben alle Hunger und im Urlaub lassen wir es uns mal richtig gut gehen. Und dann gleich, wenn wir alle Pizza essen, er denkt mit so ein bisschen über den gestrigen Abend nach und ist ein bisschen schockiert, was sie da gesagt hat. Weil sie wollte natürlich Becker so romantisch, wie es geht, eine Überraschung machen und ihr auch gar nichts davon erzählen, damit es wirklich einfach nur boom, bam wird. Aber ja, jetzt ist es doch anders gekommen, ist aber auch völlig in Ordnung. Wir haben uns halt hier von der Stimmung mitreißen lassen und ja, Becker hat es ja auch ein bisschen gefreut. Also ja. Ich habe auch schon mal ein bisschen im Stream mit euch geschaut, welche Hochzeitslocation für uns in Frage kommen würde und habe dann so ein bisschen bei Sulani geschaut, was es da für schöne Locations gibt und da habe ich ein wunderschönes Grundstück gesehen. Ich musste es einfach platzieren. Ich habe es auch schon platziert und oh,
was geht denn jetzt hier für eine Action? Hab es auch schon platziert und freue mich einfach nur sehr da, dann bald eventuell zu heiraten. Deine Pizza ist unterwegs. Ja, Ruben, ich bin stolz auf dich. Du kannst dich noch ein bisschen mit Chloe unterhalten. Ihr habt euch ja länger nicht mehr unterhalten und heute ist ja auch die Sommertour und... Nein, stimmt, wir wollen ja grillen. Er beschwert sich jetzt über die Sommertour, weil es ist halt Ruben, ne? Er ist halt, wie gesagt, nicht so gut drauf, weil er eben ein Hitzkopf ist. Und deswegen beschwert er sich so ein bisschen, ne? Pizza ist da. Ich hoffe, das ist jetzt genug Pizza für jeden, aber passt schon. Ruben, kommst du jetzt mal hier mit? Cool. Danke, Haki Mandir. Ja gut, er denkt ja auch nur so, boah, geiler Schuppen hier habt ihr hier angemietet. Ein Stück nehmen. Leute, hier weint irgendjemand, aber ich finde den Sim nicht. Ach so, im Schrank. Oh nein, sie hat im Schrank geweint. Können wir mal eben fragen, was los ist? Oh, was ist denn jetzt passiert? Geteiltes Leid. Ja, ich habe kurz gesehen, dass Mint und Becca sich gestritten haben, aber warum? Was ist denn jetzt passiert? Ach so, weil ihr geht's eventuell nicht so gut. Deswegen erstmal ein Schaumbad nehmen. Sie hat jetzt erstmal genug von Pizza. Ich glaube, Mint hat heute Morgen fast gar kein Wort mit ihr gesprochen, weil die ganze Zeit irgendwie sowas Schweres in der Luft lag und ich weiß auch nicht, irgendwie konnte Mint noch nicht übers Herz bringen, mit ihr darüber zu sprechen. Ich denke mal, dass sie das gleich machen wird. Wir starten jetzt auf jeden Fall die Sommertour und sie ist auch direkt wieder kokett. Okay. Mint merkt gerade einfach, ja... Auch wenn sie das jetzt so aus dem Nichts vorgeschlagen hat, möchte sie das auch. Also, sie hat das jetzt nicht gemacht, weil sie so sehr betrunken war, sondern da kamen so die Gefühle von ganz innen raus und sagt uns ja alle, was jetzt mal abgeht. Und wir beginnen die Sommertour damit, dass jeder erstmal so ein bisschen joggen geht, weil das gehört dazu. Und ich meine, für Becca ist es ja sowieso perfekt, weil sie so sportlich aktiv ist, sage ich mal. Wow, genau jetzt fühlt sie sich zu unwohl. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Ja, okay, dann geht halt ja jeder anderes joggen. Aber du kannst, wenn du möchtest, schon joggen gehen. Das können Kinder doch auch, oder? Ja, dann schwimm ein bisschen herum. Dann kannst du ein bisschen wieder deine Hitzköpfigkeit außen vor lassen. Warum nehmen die sich denn alle kein Stück Pizza? Was ist denn mit denen? Nehmen die doch ein Stück jetzt. So, wir schauen mal, wie Mint jetzt hier am Strand von Sulani joggen geht. Es ist natürlich sehr anstrengend, aber wenn man ja feiern kann, dann kann man auch ein bisschen Sport machen. Und wer würde nicht gerne jetzt hier joggen gehen? Das ist einfach nur legendär. Also irgendwie ist Becca wieder eingeschlafen. Geh jetzt mal joggen. Ich weiß, dass du das so gerne machst und gerade jetzt passt es auch zum Feiertag. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. So, dann schauen wir mal weiter mit zu, wo sie so vorbei joggt. Und sie wird immer koketter. Das ist so heftig. Okay, sehr kokett. Sie gucken immer so Switch-Streams. Das ist immer, ja, sehr suspekt. So, jetzt haben wir die Runde auch abgeschlossen. Mint ist einfach nur sehr fertig. Und jetzt können wir starten, dass wir vielleicht ein Lagerfeuer suchen. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwo ein Feuer finden werden auf Sulani. Ja, wir müssen jetzt einfach mal suchen, wo hier irgendwo ein Lagerfeuer ist. Ich würde sagen, das mache ich eben. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir eins gefunden haben. Okay, ein paar haben es jetzt hier hingeschafft. Ich habe auf jeden Fall hier einen Spot gefunden und hier ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Wir klopfen einmal an die Tür, damit wir auch das Haus von innen betrachten können. Hier wohnt nämlich irgendeine Familie, glaube ich, aber Hauptsache wir haben ein Lagerfeuer. Und ich meine, hier ist es ja wohl wunderschön. Also erstmal was zur Hölle. Und hier ist auch wunderschön. Finde ich auf jeden Fall sehr krass gemacht mal wieder. Oh, das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Einrichtung. Hier ist auch ein kleines Baby. Hallo, wie heißt du? Okay, wir versammeln uns jetzt mal alle hier und... Gott, was ist denn hier alles so teuer? Meine Güte. Ah, hier ist was reduziert, aber das ist mit Fisch. Ja, müssen wir mal Tofu. Wir haben zwar alle keinen Hunger, aber it's okay.
Und können hier mal jetzt alle abhängen. In einer Stunde. Ja, okay, ich habe vergessen, dass hier die Zeit ja nicht in real life ist. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich als Lagerfeuer zählt. Aber wir können hier einfach mal abhängen. Ute hat großen Hunger. Oh Mann. Mint, kannst du eben das Kind füttern? Oder Bäcker? Jemand Besonderes, weil jemand in Nähe verliebt ist. Bäcker wird schon von Glück erfüllt, wenn sie in der Nähe eines geliebten Sims ist. That's so cute. Verknallt die dir jetzt auch? Oh mein Gott. Mint kann es nicht erklären, aber sie ist wirklich verliebt in Bäcker. Und ihre Gegenwart ist das Herz von Mint schneller schlagen. Oh mein Gott, das ist ja so cute. Oh mein Gott, wir können hier mit damit herumsegeln. Wie toll ist das denn bitte? Okay, das können wir auch mal eben machen. Wir sneaken uns jetzt mal das Boot. Ciao. Okay, Mint hat auf jeden Fall ihren Spaß. Ich weiß nicht, was hier mit ist. Okay, noch 8 Minuten. Hier ist sonst auch noch ein Grill. Das könnten wir sonst auch nehmen. Okay, ist fertig. So, mal gucken, wie das hier schmeckt, ne? Es sei euch gegönnt. Okay, die meisten haben jetzt ein Gericht genommen und es kann sein, dass es sehr gut geschmeckt hat. Und dann wird Mint Bäcker so ein Zeichen geben. Von wegen so... Nee, nicht Daniel. Von wegen so... Bäcker, können wir einmal kurz gehen? Ich möchte mit dir über gestern Abend sprechen. Bäcker steht auf und die beiden werden mal hier hingehen, weil sie ein ruhiges Plätzchen brauchen. Oh ja, danke für 1900 Simoleons, weil sie möchten jetzt ja ein bisschen abgelegen von den anderen sein und jetzt auch nicht, dass auch die Kinder das jetzt so mitkriegen, weil für Kinder ist es ja sowieso nicht so gut, wenn die so ein Hin und Her haben. Können die beiden hier nochmal stehen und ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass ich weiß, was Mint machen möchte. Nathan. Ja, Ruben, geh ruhig eben. Ich kann ja sagen, dass der Vater sich ein Hotel neben unserem Resort genommen hat, ein bisschen Zeit mit seinem Sohn haben möchte. Also, ja, das ist euch überlassen. Macht das mal, ne? Ist okay, macht das mal. Und dann wird Mint jetzt auf Bäcker zugehen und sie wird auf jeden Fall jetzt Sie würde auf jeden Fall jetzt erstmal sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Bäcker. Es tut mir so leid, dass ich das in der Form dir gesagt habe, was ja mein eigentlicher Wunsch wäre. Ich wollte es über einen ganz anderen Weg machen und das war einfach nicht meine Intention, dass es so ja stattfindet, so was Wichtiges für uns. Und ja, Bäcker sagt, ach Mint, das ist gar kein Problem. Ich war einfach nur total überrascht und das ist auch mein Wunsch. Aber wir müssen ja nichts überstürzen. Und dann denkt Mint darüber nach und dachte ich so, warum überstürzen? Sie sind so lange jetzt zusammen und deswegen wird Mint jetzt einen Heiratsantrag machen. Oh mein Gott. Zum Glück konnte Bäcker jetzt Mint verzeihen, aber ob sie jetzt den Heiratsantrag annimmt, sehen wir jetzt. Oh mein Gott, sie hat angenommen. Ich freue mich so sehr. Hauptsache wurde gerade Mint fast mit vom Fahrrad da überfahren. Diese Sims sind verlobt und wollen heiraten. Merkt ihr das Datum? Ja, ich glaube, wir werden dann direkt morgen heiraten. Wir werden jetzt sofort zu den anderen rennen und erstmal die frohe Neuigkeit überbringen und aber zuerst muss Mint mal kurz auf Toilette. Das war ihr ein bisschen zu viel Aufregung. Es ist wirklich so toll. Wir werden jedem davon erzählen. Übrigens, ich habe gesehen, Nathan ist doch schon Senior, deswegen ist es, glaube ich, gut, dass Ruben und er jetzt mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Das lassen wir auf jeden Fall mitgehen, wenn das geht. Und ich würde behaupten, dass wir jetzt zurück zu der Unterkunft gehen, dann gehen wir früh schlafen und morgen können wir dann die Hochzeit. So, jetzt sind wir zurück und jetzt wird jeder sofort ins Bett huschen. Das war wirklich so aufregend. Wir müssen aber jetzt alle schnell schlafen gehen, weil morgen ist dann eventuell ein sehr krasser Tag. Bäcker ist gar nicht müde, weil sie so aufgeregt und nervös ist. Aber es werden jetzt erstmal alle
schön schlafen gehen. Schlafi, 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 schlafi. Und dann morgen früh, wenn alle wieder wach sind, werden wir natürlich auch Outfits raussuchen, was die beiden anziehen werden. Es soll nämlich was Lockeres sein für eine Strandurlaubs-Wedding. Und da freue ich mich sehr drauf. Wir sehen uns auf jeden Fall dann jetzt morgen früh in der Sims-Welt wieder. Tschüss. Was für tschüss. So, jetzt werden wir sofort, es ist 6 Uhr morgens, Mint wird sofort aus dem Bett springen. Aha, sie hat nur hier die Verlobung im Kopf. Wir werden in erstelle ein Sim gehen und werden gucken, was wir finden. Ich mache vielleicht einen kleinen Zeitraffer jetzt hier hin, weil es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Deswegen viel Spaß. Okay, Leute, ihr habt es gerade gesehen. Es ist so wunderschön. Die Outfits sind einfach nur so wunderschön. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Und sie passen auch so gut zusammen. Und oh mein Gott. Ihr habt es ja gerade ganz schnell gesehen. Aber wenn wir gleich zur Location fahren sollten schon, dann werdet ihr das alles sehen. Es ist so genial. So, Essen nicht gut. Wir können aber jetzt schon mal einen Kuchen backen geht auch nicht. Wo können wir denn hingehen, wo wir einen Kuchen herkriegen? Ist jetzt die Frage, ne? Dann werde ich einmal kurz alles vorbereiten. Also ich werde eben zum Location-Ort fahren und ich werde euch, glaube ich, auch mitnehmen. Weil dann könnte ich euch das auch einmal sehen. Bis jetzt haben es nur die Twitch-Leute gesehen. Weil wir sind jetzt vorbereitet, bevor wir jetzt irgendein Event starten und nachher nichts mehr verändern können. Das hatte ich schon so oft. Und Leute, ihr seht es jetzt auch. So habe ich auch geguckt. So, und dann werden wir vielleicht hier eben nur so ein Herd hinstellen und eine Arbeitsplatte, irgendwas, was vielleicht ein bisschen strandüblich aussieht, weil der Kuchen darf nicht fehlen, damit wir halt hier auch was kochen können dann, ne? So, haben wir noch irgendwo Tische? Nee, dann können wir vielleicht noch eben ein paar Tische hinstellen. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr genial aus. Das Einzige, was ich jetzt noch ergänzt habe, ist hier so ein kleiner Essbereich. Das fällt ja nicht so auf, dass es eben so aussieht. Und hier eine kleine Toilette, weil das brauchen wir nun mal so. Ich hoffe, ich habe jetzt so an alles gedacht. Es soll ja auch nicht zu groß werden. Nur so eine Toilette wäre schon ein bisschen schlecht, wenn wir das jetzt nicht haben. So, zu dem großen Tag versammeln sich Mint und Becca jetzt einmal draußen und schauen sich das letzte
mal an. So, und ich zeige euch jetzt einmal, wie Becca aussehen wird, damit ihr vielleicht ready dafür seid. Wunderschön, oder? Wunder, 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 wunderschön. Und sie darf natürlich Mint nicht sehen und Mint darf sie nicht sehen. Jetzt zeige ich euch Mint. Und Mint ist wirklich nicht von dieser Welt. Mint ist wirklich nicht von dieser Welt. Guckt sie euch an, das mit den Sonnenbrand, das ändern wir vielleicht. Krass, ey. Und guck mal, das passt so gut. Mint hat die Blumen und Becca hat die. Das ist doch wohl genial, oder? Ja, ihr habt jetzt auf jeden Fall die Outfits gesehen und ihr habt die Kleider gesehen. Und im nächsten Part starten wir die Hochzeit. Ich bin so gespannt. Ich hoffe sehr, dieser Part hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr euch auf die Hochzeit freut, schreibt es in die Kommentare. Abonniert uns gerne und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr jetzt kein Video mehr. Und schaut auch gerne bei Naka und unseren anderen Social Media Kanälen vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei der Hochzeit wieder. Oh mein Gott. Tschüss.